Barfuß ist er in seinem Garten am liebsten unterwegs. Wolf-Dieter Storl lebt mit seiner Familie auf einem Einsiedlerhof mitten im Allgäu. Seine Pflanzen strotzen vor Kraft. Gemüse und Kräuter wachsen hier in perfekter Harmonie. Ein wahres Paradies. Doch dahinter steckt viel harte Arbeit. Ja, und wir freuen uns sehr, dass Sie sich für uns von Ihrem geliebten Garten einen Tag getrennt haben. Herzlich willkommen, Wolf-Dieter Storl. Vielen Dank. Herzlich willkommen bei Planet Wissen. Ihr Garten, viel harte Arbeit, haben wir gehört, aber er sieht traumhaft aus. Was bedeutet er Ihnen? Ja, der Garten ist Teil des Lebens, nährt mich und unsere Familie physisch und seelisch. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, ohne den Garten zu leben. Warum sind Sie am liebsten barfuß drin? Ja, das ist, das klingt mystisch, aber ich habe den Eindruck, man kommuniziert mehr mit der Erde. Aha. Man spürt den Zustand der Erde. Es ist, die Füße haben ja sehr viele Nerven, die sind ein Wahrnehmungsorgan. Es tut einfach gut. Wir haben als Menschen 3 Millionen Jahre sind wir barfuß gelaufen, nehme ich an. Ja? Wir reden ja heute darüber, wie man sich mit seinem Garten selbst versorgen kann. Das ist ja das, was Sie wirklich leben und geschafft haben, aufgebaut haben. Zu wie viel Prozent gelingt Ihnen das wirklich? Wie viel kaufen Sie dazu? Naja, das ist, früher war es eigentlich viel mehr. Jetzt bin ich mehr unterwegs. Aber ich würde sagen, so was Gemüse und Kartoffeln betrifft, ungefähr 85%. Und das übers Jahr, ja. Und essen Sie auch Fleisch? Wenn es mir vorgesetzt wird, ja, ja. Ich nehme es an, ja. Ja. Aber Ihre Idee ist schon wirklich, sich von aus dem Garten, was da wächst. Ja, natürlich. Wir hatten auch Hasen, kleine Häschen und dachten, ja, das ist eine gute Fleischquelle und so. Aber dann waren die so niedlich und da konnte ich die nicht schlachten. Und die wurden dann im Wald entlassen, aber guten Mist machen die. Genau, ja, das stimmt. Für den Kompost, ja. Da kriegen wir ja auch viele Tipps von Ihnen heute, wie man den Garten eben gut düngen kann, weil ohne Dünger geht es überhaupt nicht. Und vor allem erfahren natürlich auch Sie zu Hause, wie Sie das Optimale aus Ihrem Garten rausholen können. Wolf-Dieter Storl wird Ihnen da jede Menge Tricks und Tipps verraten. Damit auch Ihnen ganz herzlich willkommen und auch schon mal danke für Ihre Post. Es gibt ja offenbar jede Menge Gartenfans unter Ihnen und Sie haben uns über Facebook schon fleißig Bilder geschickt. Zum Beispiel hat Nicole Falk ein tolles Hochbeet auf Ihrem Balkon eingerichtet mit Erdbeeren, wenn ich das richtig sehe. Muss also jetzt alles nur noch gut wachsen. Viel Erfolg. Und Margarian hat uns dieses schöne Bild von ihrer Zucchini-Ernte geschickt. Das sind ja immer so wunderbare Blüten, ne? Ja, herrliche Traumhaft. Blüten. Die kann man übrigens auch frittieren, die kann man auch essen. Kleiner Tipp schon am Rande, ja. Herzlichen Dank, ganz tolle Bilder, vielen Dank. Leider fällt die Ernte ja nicht immer so gut aus, zum Beispiel wenn Schädlinge ihren Garten entdeckt haben. Und wir wollen heute von Ihnen wissen, womit haben Sie in Ihrem Garten besondere Probleme? Vielleicht sind es ja genau diese Schädlinge, die man ja eigentlich gar nicht so nennen darf, weil manche, die haben ja auch immer irgendeinen Nutzen. Da werden wir auch noch drüber sprechen, aber wir möchten sie halt doch loswerden. Und da gibt es bestimmt Möglichkeiten. Schreiben Sie uns auf Facebook oder per E-Mail. Später in der Sendung gibt Wolf-Dieter Storl dann Tipps, wie Sie Ihr persönliches Gartenproblem in den Griff kriegen können. Wie man sich am besten selbst versorgt, das weiß wahrscheinlich wirklich kaum jemand besser als unser heutiger Studiogast Wolf-Dieter Storl. Seit über 20 Jahren lebt er auf seinem Einsiedlerhof im Allgäu. Dort ist er zur Ruhe gekommen, aber vorher war er in der ganzen Welt unterwegs und hat viel gelernt über das Leben mit der Natur. Mit Wacholder, Tannenharz und Mariengras in der Nase folgen wir dem Ethnobotaniker Dr. Wolf-Dieter Storl in seine geheimnisvolle Welt der Pflanzen. Mais auf 1000 Meter Höhe. Ein Hinweis auf Storls besonderes gärtnerisches Talent. Das Gärtnern hat er im Schweizer Emmental bei Berg- und Biobauern gelernt. Kennst du das, Boric, die Blüten vom Radieschen? Die sind sehr gut im Salat. Er sammelte sein Wissen in Bangladesch, der Türkei und Burma, Ägypten, Israel und Thailand. Gut, Fuß. Schon in Sachsen, wo er 1942 geboren wurde, war er viel in der Natur unterwegs.
In den 50er Jahren wanderte die Familie in die USA aus. Dort studiert er Biologie und Ethnologie, wird Universitätsprofessor, macht Feldforschungen bei den Indianern und überall dort, wo es noch eine Verbindung der Menschen mit der Natur gibt. Bei aller Spiritualität ist Dr. Wolf-Dieter Storl immer noch ein Vollblutwissenschaftler, allerdings stark beeinflusst von seinen geistigen Lehrern, indische Bettelmönche, der Bauernphilosoph Arthur Hermes und die Cheyenne-Indianer. Wenn er nicht gerade ein Seminar auf einer Waldlichtung veranstaltet oder einen Vortrag hält, dann schreibt er Bücher, in jedem Winter ein neues. Dann ist die Familie auf fast 1000 Meter eingeschneit und abgeschnitten von der Welt. Es scheint, als habe er im Allgäu endlich eine Heimat gefunden. Nie zuvor hat er so lange an einem Ort gelebt. Dabei haben Sie so viel gesehen von der Welt, bestimmt auch wunderschöne Orte und Landschaften. Was macht dieses Stückchen Allgäuer Erde für Sie so besonders? Also überall auf der Welt ist es schön und wo ich bin, da ist man zu Hause. Es sind dieselben Sterne, aber im Allgäu zu einem, wir sind naturnah und unsere Nachbarn sind Füchse und Hirsche und Rehe und Hasen und so weiter. Und da kann ich in wunderbarer Ruhe arbeiten, schreiben, aber auch das Gärtnern ist für mich eine Meditation, ja. Wenn man jetzt zurückblickt, Sie sind ja, als der Zweite Weltkrieg zu Ende ging, waren Sie 3 Jahre alt. Mhm. Und Sie haben in der Nachkriegszeit gehungert. Sie haben den Hunger kennengelernt. Ist das ein Grund für diese Idee des Gartens, der Sie selbst versorgt? Ich vermute, das ist so. Wir waren ja in der sowjetischen Besatzungszone und da gab es wirklich wenig zu essen. Selbst die Russen hatten wenig. Und ich weiß noch, wo mein Großvater ein Stück Stoff, also eine Stoffrolle gegen Butter eintauschte. Das wurde wie eine Kostbarkeit, wie was ganz Wunderbares gehütet. Im Tiefkeller hatten wir das und es war ranzig, aber das habe ich nicht gewusst. Bis zum heutigen Tag mag ich ranzige Butter. Und ich weiß noch, das war so eine Zeit, wo man vom Essen träumte. Und ich träumte, wie da so auf Sächsisch gesagt, eine Butterstolle da, Butterbämme da mir vorbei. Also ein Butterbrot. Butterbrot. Ja. So vorbei schwebte ich bis drauf und die Zähne schlugen aufeinander und dann wacht man auf und weint. Ja, das, also ich glaube, kaum jemand weiß, in einer Zeit, wo heute die Hälfte der Nahrungsmittel weggeschmissen wird in der westlichen Welt, dass man weiß, wie schlimm Hungerszeit ist und das hat mich sicher sehr stark beeinflusst. Ich glaube auch, das weiß man nur, wenn man es wirklich erlebt hat. Das kann man sich nicht vorstellen. Sie sind ja als Jugendlicher mit Ihrer Familie dann in die USA ausgewandert. Sie haben studiert, promoviert, erfolgreich gewesen, Lehraufträge an den Unis gehabt, haben sich aber gegen diese Uni-Karriere, da wo Ihnen alles offen stand, entschieden für die Natur, für das Leben in der Natur. Dieser Wunsch, warum war der so stark? Naja, ich hatte immer eine Beziehung zur Natur. Ich weiß noch in der Schule, wenn man dann hinausträumte und es war herrliches Wetter im Mai und die Lehrerin sagte, aufpassen, sonst fliegst du. Und so, da kann ich Goethe zitieren, in diesen Mauern, diesen Hallen will es mir keineswegs gefallen. Man sieht nichts Grünes, keinen Baum und so weiter. Ja. Sie sind ja dann viel gereist. Sie waren nicht nur in den USA, Sie waren in Bangladesch, in Indien. Und über einen Freund haben Sie dann schließlich diesen Einsiedlerhof im Allgäu gefunden. Als Sie dort ankamen, war es Winter. Sie kamen dahin mit Ihrer Frau und Ihrem kleinen Sohn. Wie haben Sie das vorgefunden? Was waren da für Verhältnisse? Also wir hatten Glück, es war noch nicht verschneit, aber es war im November. Und es war ein ziemlich heruntergekommenes altes Gut, also uralt, war mal ein Kloster gewesen, letzte Gebäude davon. Da war kein Garten, da waren auch keine Obstbäume und wir hatten zwar Strom, aber keine Waschmaschine und kein Staubsauger, kein Fernsehen, kein Kühlschrank und kein so weiter. Kein Komfort. Nee, überhaupt keinen. Aha. Und vor allem,
Sie hatten zwar diese Idee von dem Garten und von der Selbstversorgung, aber erstmal war da ja noch nichts zu ernten und Sie mussten den Winter überstehen. Wir kommen jetzt auf den Aspekt des Lagerhaltens. Und wenn man den Winter überstehen will, muss man sein Gemüse und Obst aus dem Garten gut über den Winter bringen. Und dafür braucht es oft gar keine besonderen Lagersysteme. Manchmal reicht die günstigste und einfachste Möglichkeit der Erdboden. Das haben schon unsere Vorfahren gewusst. Winter. Nichts wächst und gedeiht. Im Mittelalter überlebten die Menschen diese Jahreszeit nur dank sorgfältig angelegter Vorräte. Karg und einseitig stellt man sich ihre Kost im Winter vor. Aber stimmt das? Zwei Grazer Wissenschaftler haben alte Aufzeichnungen durchforstet. Sie wollen herausfinden, was die Menschen im Mittelalter wirklich gegessen haben und wie sie ihre Lebensmittel konservierten. Nur Bruchstücke sind schriftlich überliefert. Aus vielen verschiedenen Texten tragen die Forscher Wissen über das Konservieren im Mittelalter zusammen. Oft sind die alten Quellen sehr ungenau. Das selbst hatten wir mehrere Gerichte aus guten, verschieden bereiteten Forellen, Krebse und vorzügliches Gemüse. Und zum Nachtisch vorjährige, prächtige Äpfel. Sie kamen uns so frisch vor, dass man sie von neuen nicht unterscheiden konnte. Auf einem Bauernhof probieren die Wissenschaftler deshalb alte Konservierungstechniken aus. Sie haben Endiviensalat gekauft, um herauszufinden, ob und wie er den Winter übersteht. Laut alter Texte überwintern Gemüse und Salat im Erdkeller. Das heißt, den graben wir jetzt da mit den Wurzeln ein? Genau. Über die Wurzeln kriegt er das bisschen Feuchtigkeit, das er braucht, damit er nicht austrocknet oder welk wird. Und das Wichtigste ist ja eigentlich, dass er vor Frost geschützt ist. Nein, man liest ja immer wieder und denkt sich dann, funktioniert das? Ist das eigentlich plausibel? Und dann kommt man zu einem Punkt, wo man sagt, das müssen wir ausprobieren. Und die Frage, die sich stellt, ist immer, wie lange hält sich das? Also dazu haben wir überhaupt keine Angaben. Wir wissen zwar, wie es gemacht worden ist, aber nicht, wie lange man davon dann leben konnte. Bei Wurzelgemüse wie Sellerie, Karotten oder Meerrettich haben die Wissenschaftler die alten Methoden bereits ausprobiert. Im Mittelalter wurde es komplett vergraben. In kühler, sandiger Erde haben Fäulnisbakterien schlechte Karten. Ja, das sind ja auch ganz knackig. Ja, die bleiben bis zu 6 Monate frisch da drinnen. Manche Bauern nutzen diese Konservierungstechnik bis heute. Wenn hier etwas gammelt, dann meist, weil es schon beim Eingraben schadhafte Stellen hatte. Was brauchen wir jetzt eigentlich? Auch der Zuckerhutsalat, ähnlich dem Romana-Salat, übersteht hier den Winter wie im Mittelalter. Also wenn du schaust, der ist außen, so wie es im Geschäft sicher nicht kaufen würdest. Bisschen dürr. Teilweise faul, aber wenn du jetzt den angreifst, drück mal. Ah ja, der ist ganz fest. Ist ganz fest. Und das Äußere ist nur eine Schutzhülle, dass er sich besser hält. So, schau. Zucker war im Mittelalter Mangelware. Schon die Süße von eingekochtem Obst war für den mittelalterlichen Menschen ein seltenes Geschmackserlebnis. So ein Obstkonzentrat war äußerst wertvoll. Man aß es in winzigen Häppchen, fast nur, wenn man krank war. Da es noch keine Einweggläser gab, wurde das Obstmus, die sogenannte Latverge, nach stundenlangem Kochen verstrichen und getrocknet. Naja, wir haben herausgefunden, dass das eine Art ist, wie man Obst ganz lang haltbar machen kann. Das hält sich so jetzt in der Konsistenz über Jahre. Auf dem Bauernhof wollen die Wissenschaftler ein Essen wie im Mittelalter zubereiten. Aus Zutaten, die sie größtenteils selbst nach mittelalterlichen Rezepten konserviert haben. Der Zuckerhutsalat wird von den welken Blättern befreit. Kleingeschnitten kommt er für eine halbe Stunde in kaltes Wasser. Danach ist er knackig wie frisch geerntet. Dazu gibt es Walnüsse, mariniert in Wein und Honig, den Zuckerhutsalat mit Kürbiskernöl und als Nachtisch getrocknetes Obstmus und Pflaumen. Durch die Vorratshaltung und durch verschiedene Konservierungsmöglichkeiten gibt es sehr viele Möglichkeiten, sich zu ernähren und auch variantenreich zu ernähren. Also dieser mittelalterliche Einheitsbrei, das ist ja eigentlich eine falsche Vorstellung. Fein, dann lassen wir es uns schmecken. Mahlzeit. Danke.
Ja, sieht wirklich lecker aus. Und noch mehr praktische Tipps zum Lagern von Lebensmitteln finden Sie auch bei uns im Internet. Möhren zum Beispiel lagert man am besten ohne Grün und bloß nicht in der Nähe von Äpfeln, weil die Möhren sonst Bitterstoffe entwickeln und das wollen wir ja nicht. Also klicken Sie unbedingt mal rein unter planet-wissen.de. Wie immer finden Sie dort jede Menge Informationen. Wolf-Dieter Stoll ist heute bei Planet Wissen und erzählt uns, wie er seinen Garten angelegt hat und damit wirklich die Familie zu ernähren. Und das war ja am Anfang ein großes Abenteuer. Sie haben gerade schon kurz erzählt, wie Sie im Winter, im November, auf Ihrem Hof im Allgäu angekommen sind. Und da war kein Garten, der Sie versorgt hat. Sie mussten also einkaufen. Und wie haben Sie es dann gelagert? Strom hatten Sie, aber keinen Kühlschrank, ne? Am Anfang haben wir einkaufen lassen. Wir hatten ja nicht mal ein Auto. Und da hat uns der Förster was hochgebracht. Und das waren Getreidesäcke zum Brot machen. Da habe ich am Abend mit einer kleinen Handmühle, das 2 Stunden lang jeden Abend für das nächste Brot habe ich da gemahlen, wunderbare Meditation beim Kerzenlicht. Und ansonsten, ja, wir haben da haltbares Gemüse auch mitgekauft. Und dann im nächsten Jahr, sobald es möglich war, habe ich dann angefangen umzugraben und zu ackern. Ja. Und wie man die Sachen erhält, ja, da gibt es Techniken, also die Zwiebeln, die dürfen nicht kalt gelagert werden. Ja, da haben wir Zwiebelzöpfe gemacht, haben wir in der Schweiz gelernt und aufgehängt. Wo aufgehängt? Ja, an die Decke in der Küche. Ach so. Ja. Ich dachte, die müssen kühl lagern. Nee, die müssen nicht kühl lagern. Die müssen auch nicht warm lagern, sondern so einer mittleren Temperatur, aber nicht kalt. Aha. Und dann im Keller, da haben wir dann, als wir dann Karotten und rote Beete und Wurzelgemüse, Sellerie hatten, da habe ich dann Erde, also beziehungsweise Sand reingetan und habe die da reingelegt, so wie es gezeigt wurde, reingelegt. Und da halten die sich wunderbar. Als wir dann Katzen hatten, die sind notwendig, um die Mäuse zu fangen, da war das ein bisschen schwierig. Da haben die Katzen das als Katzenklo benutzt. Ach du liebe Zeit, ja, natürlich. Ja, ja. Ja, da mussten wir das dann abdecken. Bisschen schwierig ist ja nett ausgedrückt. Solche Sachen wie Äpfel, da gab es eine alte Apfelsorte, die auf der Höhe wächst. Da haben wir, wie man das früher gemacht hat, seit 2000 Jahren mindestens, Apfelschnitz und die getrocknet. Ja. Und die beim in der Nähe vom Herd getrocknet. Und Holunderbeeren, die haben wir auf kleine Fäden aufgehängt und also in der Luft getrocknet. Ach, das sah bestimmt auch schön aus. Ja, das sieht schön aus, aber das war nicht der Sinn der Sache. Nein, das war jetzt eine Randbemerkung, natürlich. Das sieht alles sehr schön und romantisch aus. Aber es ist viel Arbeit. Ja, es ist Arbeit von morgen bis Abend. Mhm. Ja. Und Sie haben es gerade schon gesagt, dann Sie haben sehnlichst auf den Frühling gewartet, dass Sie endlich anfangen konnten, den Garten zu bestellen. Dann haben Sie ihn umgegraben. Sollte man den Garten im Frühling umgraben? Ja, also es war ein Netz, ein Gewirr von Brennnesseln und Kälberkropf und solchen Pflanzen. Man kam kaum durch. Mhm. Also da gibt es keine Wahl, als wie das erstmal richtig beackern. Das war so schwer, dass ich wollte aufhören. Meine Frau sagte, du, wir können nicht aufhören, wir haben ja keine Wahl. Ja. Also diesen Boden musste man umgraben, aber grundsätzlich sollte man das nicht unbedingt? Es ist so, dass, der Boden hat Flechtwerke von Myzelien, also Pilzfäden. Ja. Und die Pilze, die verbinden wie eine Art Internet. Man spricht ja von WWW, Wood Wide Web im Wald. Ja. Das verbindet alle Pflanzen und genauso ist es im Garten. Und dann gibt es stratifiziert die verschiedenen Kleinlebewesen, so Bakterien und kleine Tierchen. Die erhalten die Fruchtbarkeit und wenn man umgräbt, dann zerreißt man dieses Netz. Aber es gibt Böden und solche Böden habe ich auch, die sind so schwer, dass man keine Wahl hat. Okay, also wenn der Boden einigermaßen locker ist, eher nicht, um dieses kleine Universum zu bewahren. Dann kann man das mit Mulch bedecken und dann bleibt der Boden locker. Ja. Und im nächsten Jahr kann man es mit einem Kreil oder sogenannten Sauzahn, aber kann man nicht mit allen Böden. Ja. Und ich grabe jedes Jahr um, weil wir schwere Böden haben. Und dann hatten Sie die Brennnessel, haben Sie alle rausgeschmissen? Was haben Sie dann als erstes gemacht? Naja, die Brennnessel
Fasern rausgeharkt und dann erstmal schnell wachsende, schnell keimende Pflanzen wie Senf und Gemüsemelde und dann in kleinen Saatbeet habe ich Salate und Kohlrabi gezogen. Das ist also das Erste, was man dann essen kann. So ging es also los. Wird der Frühling sonnig oder regnerisch? Kann ich meine Pflänzchen schon nach draußen setzen oder wird es noch mal Frost geben? Sie ahnen es schon, ich spiele auf die guten alten Bauernregeln an. Die geben ja Antworten darauf, aber stimmen sie auch? Gucken Sie mal. Hier, abseits von Hektik und Großstadtlärm, inmitten der Früchte des Feldes, trifft man sie. Bauern und ihre Regeln. Wir waren ganz nah dran und haben sie beim Fachsimpeln belauscht. Felix und Petrus zeigen an, was wir 40 Tage für Wetter haben. Und das heißt, regnet es nicht an den Festtagen der heiligen Felix und Petrus, also zwischen dem 21. und dem 23. Februar, bleibt es auch in den folgenden 3 bis 4 Wochen trocken. Stimmt, diese Wetterbeobachtung trifft in den meisten Fällen zu, wie Meteorologen bestätigen konnten. Die erste Liebe und der Mai gehen selten ohne Frost vorbei. Und diese poetische Umschreibung meint Folgendes. Dem Mai ergeht es kaum anders als frisch Verliebten. Es mag noch so romantisch und lauschig anmuten, manchmal herrscht eisige Stimmung. Um den 12. bis 14. Mai kommt es oft zu Kälteeinbrüchen mit Bodenfrost. Jammerschade, dass diese Bauernregel häufig zutrifft. Fängt der August mit Hitze an, bleibt sehr lang die Schlittenbahn. Eine interessante Beobachtung. Angeblich soll also, wenn der August mit großer Hitze ins Land zieht, ein besonders strenger und langer Winter folgen. Stimmt aber nicht. Nein, nein, das ist meteorologischer Unfug. Ist nämlich der August überdurchschnittlich heiß, folgt im Gegenteil in 74% der Fälle ein zu milder Februar. Hier täuschen sich die Bauern. Fällt auf Eligius, ein kalter Wintertag. Die Kälte noch 4 Wochen bleiben mag. Das ist fein beobachtet. Es folgt die Übersetzung. Ist der 1. Dezember, der Festtag des heiligen Eligius, ein kalter Tag, bleibt es auch den Rest des Monats über kalt. Und das stimmt. Wenn es am Monatsanfang winterlich kalt ist, hält sich diese Wetterlage meistens bis kurz vor Weihnachten. Herr Stoll, was sagen Sie zu diesen Beobachtungen? Also es ist eine andere Sichtweise, die die Bauern hatten. Und ich glaube, die modernen Städter verstehen nicht und machen sich sehr leicht lustig über Bauernregeln. Aber was Bauernregeln, denken Sie darüber? Bauernregeln geben. Wir wollten uns nicht lustig machen. Wir wollten nur gucken, aber was ist dran. Ein bisschen kam das schon durch. Ja, weil als Spaß. Ja, das ist Spaß. Aber das gibt dem bäuerlichen Leben, die Regeln gibt dem bäuerlichen Leben einen Rhythmus. Und einige Regeln, die scheinen wirklich gut zu stimmen. Zum Beispiel, wenn die Eiche vor der Esche grünt, dann wird es viel regnen. Und wenn die Esche vor der Eiche grünt, dann wird es ein trockenes Jahr. Aha. Also das habe ich immer beobachtet. Es kann sein, dass viele Regeln nur lokal passen. Und dann muss man auch wissen, dass sich das Wetter immer wieder ändert, wenn man so Klimageschichte hat. Wir kommen ja gerade aus so einer sogenannten kleinen Eiszeit heraus. Und die Temperaturen nehmen zu und es ändert sich ein bisschen. Also nicht alles stimmt. Aber es gibt den Bauern einen Rhythmus. Ja. Zum Beispiel der Tag der heiligen Gertrude am 17. März. In Irland ist es der Tag des heiligen Patrick. Da fängt das Bauernjahr an und da setzen die Iren ihre Kartoffeln. Gilt das auch für Deutschland? Es kommt darauf an, wo man wohnt. Okay, also gut. In hohen Lagen im Allgäu nicht, aha, aber so hier würde ich sagen, ja. Aha. Also, und die Eisheiligen sind ja auch ernst zu nehmen, oder? Die das hört man ja auch immer wieder. Das ist wirklich wahr. Manchmal verschieben die sich ein bisschen, aber im Grunde genommen, das ist etwas ganz Wichtiges. Ja. Denn wenn die vorbei sind,
dann bleibt es warm. Ja. Und man kann auch anders, wenn der Kuckuck anfängt zu rufen, dann weiß man, jetzt bleibt es generell warm. Und man kann mit Tomaten und Kürbissen und wärmeliebenden Pflanzen anfangen. Mhm. Nach den Eisheiligen kann es also losgehen. Aber damit der Garten später eine gute Ernte abwirft und gesund bleibt, darf man, ganz wichtig, den Boden nicht auslaugen. Pflanzen brauchen zum Wachsen Nährstoffe, zum Beispiel Stickstoff und Phosphor. Diese ziehen sie aus dem Boden. Es gibt Pflanzen, die den Boden besonders stark beanspruchen. Man nennt sie Starkzehrer. Dazu gehören Kartoffeln, Auberginen, Lauch und Spinat. Feldsalat, Karotten und Zwiebeln dagegen beanspruchen den Boden weniger. Sie sind Schwachzehrer. Bodenschoner sind Pflanzen, die am wenigsten Nährstoffe brauchen, zum Beispiel Zuckererbsen, Busch- und Stangenbohnen. Sie geben sogar Nährstoffe wieder an den Boden zurück. Knöllchenbakterien an ihrem Wurzelwerk sammeln Stickstoff aus der Luft und binden ihn im Erdreich. Um die Bodenqualität optimal zu nutzen und so dauerhaft ertragreiche Ernten einzufahren, sollte man die Bepflanzung wechseln. Auf ein Jahr Starkzehrer folgt im zweiten Jahr ein Bodenschoner, im dritten Jahr ein Schwachzehrer, die sogenannte Fruchtfolge. Im Anschluss kann der Boden ein Jahr brach liegen oder er wird kräftig gedüngt. Danach beginnt die Fruchtfolge wieder aufs Neue. Worauf achten Sie, Herr Stoll, wenn Sie pflanzen? Mischen Sie auch auf einem Beet oder auf einem Beet immer nur eine Pflanze? Also ich mische auf einem Beet. Ich mische, also es sind Pflanzenergänzungen. Das ist ja wie eine Art Soziologie der Pflanzen. Mhm. Einige Nachbarn mag man, einige nicht. Ja. Die Zwiebel- und Lauchgewächse, Pori und so weiter, die mögen Karotten und die Doldenblütler, Karotten, Pastinaken, Wurzel, Petersilie und dergleichen, Sellerie. Und die sollte man immer zusammenwachsen. Also die Schirmblütler mit den Zwiebelgewächsen. Mhm. Und die ergänzen einander und das ist auch guter Schutz vor Möhrenfliegen oder Zwiebelfliegen. Ach, zum die Beispiel. Die schützen sich auch vor. Die schützen sich, Schädlinge gegenseitig. Und die ergänzen einander. Andere mögen einander nicht so sehr, aber das sind relativ wenige. Was ist noch eine gute Pflanzenkombi? Ach, Bohnen, Mais, Kürbisse, das haben die Indianer. Und Amaranthus machen die Indianer zum Beispiel. Das ist eine ideale Pflanzenverbindung. Und im Frühling pflanze ich immer Salat, Kopfsalat und dann Sellerie, wieder ein Kopfsalat, Kohl. Also das sind... Es ist für mich eigentlich schwer, darüber zu reden, weil ich das nicht im Kopf habe. Weil Sie es so automatisch machen. Das läuft dann automatisch, ja. So ist es bei den Gärtnern, ja. Aus dem Bauch raus. Ja, aus dem Bauch raus. Na gut, wir wollen ja den Zuschauern eine Chance geben, dass sie es vielleicht lernen können, wenn man das nicht so im Bauch hat. Genau. Muss man ja irgendwo anfassen und anpacken, um zu beginnen. Ne? Und im Frühling geht es dann ja los. Sie legen ja auch immer eine Vor- und eine Nachkultur an, habe ich mir sagen lassen. Was gibt es da zu beachten? Das ist besonders wichtig, wo es eigentlich ein milderes Klima gibt. Ich mache es immer noch, wo es geht. Zum Beispiel als Vorkultur mache ich vielleicht so Schnittsalat, Radieschen und dergleichen, was ziemlich schnell wächst. Mhm. Und dann als Nachhauptkultur und wieder Kohle und rote Beete und Möhren und so weiter. Mhm. Nach der Kartoffel, wenn das ganze Kartoffelbeet geerntet ist, das ist ja irgendwann im August, Anfang August, da hat man dann eine sehr schöne Fläche und da kann man immer noch Sachen anpflanzen. Also da eben wieder verschiedene Chinakohl, Kohlrabi, Senf, was nicht alles. Also es gibt da verschiedene Sachen. Mhm. Da hat man halt eine schöne Fläche. Ja. Wie viele Stunden sind Sie eigentlich pro Tag im Garten? Also im Frühling, wenn das anfängt, wenn man erstmal den Boden beackert, ich muss ja umgraben, ich mache das alles von Hand. Mhm. Also da bin ich von morgen bis abend im Garten. Und dann wird ja auch noch Kompost aufgetragen und er muss hineingewendet werden. Sprechen wir auch noch drüber, was da zu beachten und ist. Genau, und dann das Auspflanzen und Säen. Also im Mai
Im Mai bin ich jede Freizeit im Garten bis am Abend. Fulltime-Job. Fulltime-Job. Und ja, wenn man einen großen Garten hat, ja, ist das so. Aber so gegen Ende Mai, dann, wenn die kleinen Pflänzchen gewachsen sind, dann braucht man nur noch mit der Hacke durch. Aha. Hacke ziehen, damit der Boden atmen kann. Das ist ganz wichtig, damit der Kohlenstoff entweichen kann. Und die Blätter, die haben unten die Spaltöffnungen, nehmen den Kohlenstoff auf. Mhm. Die brauchen den unbedingt, sonst würden sie ja gar nicht wachsen. Mhm. Und deswegen ist Hacken wichtig. Ja. Und auch, dass das Wasser nicht verdunstet, sondern durch die Kapillarbewegung des Wassers wird dann unterbrochen durchs Hacken. Das ist dann die nächste Arbeit, aber das ist nicht viel. Ja. Das ist höchstens eine halbe Stunde oder eine Stunde am Tag. Okay, also der eigene Garten, aus dem man leben kann, ist machbar, aber unter Umständen im Frühjahr dann ein Fulltime-Job und irgendwann geht es aber aus dem Bauch raus. Haben wir auch schon gehört, da muss man gar nicht mehr so viel nachdenken. Wir haben Sie ja über Facebook, also gebeten, uns einfach zu schreiben über Facebook oder uns zu mailen, Ihre Fragen, Ihre Anregungen. Und da hat uns zum Beispiel von Ludger dieses Foto erreicht und er fragt, welches Gemüse kann ich auch im Schatten anbauen? Er hat nämlich hier eine riesen Hecke in seinem Garten. Was könnten Sie ihm da empfehlen? Naja, eigentlich die meisten Gemüse, die mögen volle Sonne. Hm. Also mit Kohl kann man schon einigermaßen im Schatten, oder im Halbschatten. Also richtig im Schatten, vielleicht der gute Heinrich oder man lässt halt den Giersch wachsen. Der ist ja so eine Art, wie viele Gärtner denken, es ist ein schreckliches Unkraut, ist aber ein Dauergemüse. Okay. Wenn man ihn schneidet, da kommt immer wieder frisch nach. Ist eigentlich ein wunderbares Gemüse, ist verwandt mit Karotten und Sellerie, hat auch diesen Geschmack. Das wissen die wenigsten. Herr Stoll gerät ins Schwärmen, Ludger, also das wäre vielleicht ein guter Tipp. Ja, oder die Brennnesseln wachsen lassen, die sind ja auch ein tolles Gemüse. Schönen Tee machen oder Brennnesseln, ne? Dann hat uns noch Daniela Degant geschrieben, die Blätter meines Rittersporns sind zerfressen, es stehen nur noch die Gerippe. Ich finde keinen Schädling, was kann das sein? Da, wenn etwas da frisst, das muss dann nachts geschehen. Also wenn es so aussieht, wie wenn da Löcher sind. Und ich würde den Boden verbessern oder ich würde eine Jauche, Beinwelljauche oder dergleichen geben oder Brennnesseljauche, um die Pflanze zu stärken. Denn die Pflanzen sind an sich nie krank. Es ist immer ein Spiegel, dass etwas in der Umwelt nicht stimmt. Irgendwas Zusammenspiel gestört ist. Ja, es könnte das Wetter sein, eine Kaltperiode oder so, dass die Pflanzen geschwächt sind. Und dann kommen die Schädlinge und wirken abbauend, also sie fressen dann. Ja. Brühen, Jauchen haben Sie erwähnt, kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Ja. Und wir kriegen auch noch mehr Tipps, was Sie gegen Schädlinge tun können. Schreiben Sie uns gerne weiter über Facebook oder an unsere E-Mail-Adresse. Wir freuen uns auf Ihre Gartengeschichten. Ja, neben den Regeln von Fruchtfolge und Fruchtwechsel ist für eine gute Ernte vor allem eins wichtig. Sie haben es vorher auch schon mal kurz erwähnt, der Kompost. Zu dem kommen wir jetzt. Ein optimaler Kompost ist etwa 1,20 Meter hoch und bis zu 2 Meter breit. So können Gase und Feuchtigkeit im Inneren am besten zirkulieren. Ein 10 cm dicker Mantel aus Erde und Stroh oder Laub als letzte Schicht dient als Haut des Komposts. Sie schützt ihn vor dem Austrocknen und nimmt bei zu viel Regen die Feuchtigkeit auf. Laub- und Grasschnitt, Pflanzenreste, Gemüse, Obst, Eierschalen, Kaffeefilter und Teebeutel – all das gehört auf den Kompost. Glas, Plastik und Metall oder Asche von Steinkohle haben dort nichts verloren. Vorsicht auch bei Abfällen wie Käse, Fleisch und Knochen – sie locken Mäuse und Ratten an. Beim Kompostieren sind Billionen Mikroorganismen, Asseln und Würmer aktiv. Sie verwandeln die Masse in mineralstoffreiche Erde. Dabei unterscheidet man drei Phasen. Erste Phase, die stürmische Jugend. Pilze und Bakterien legen los, zersetzen, verdauen und verbrennen das Kompostmaterial. Dabei wird Energie in Form von Wärme freigesetzt. Die Temperatur steigt auf bis zu 75 Grad Celsius. Zweite Phase, die Reife. Nach 3 bis 5 Wochen beginnt die Pilz-Regenwurm-Phase.
Feine Pilzfäden durchziehen die Masse. Würmer nehmen die von den Pilzen vorverdauten Pflanzenreste auf und bilden daraus Humus, den man schon als Mulch für stark zehrende Pflanzen verwenden kann. In dieser Phase sollte man den Komposthaufen umschaufeln, damit trockene Bereiche feucht werden können. Zuletzt die Altersphase. Insekten wie Käfer und Spinnen besiedeln den Kompost. Mikroorganismen verwandeln den Kompost in sogenannten Dauerhumus. Der Vorteil? Dauerhumus bindet Nährstoffe und Wasser besonders gut und ist deshalb ideal fürs Düngen von Samen und Jungpflanzen. Es gibt ja verschiedene Arten von Kompost. Welcher Kompost ist für welche Pflanze gut? Gibt es da Regeln? Ja, also da ist eine Regel, die wir sozusagen entdeckt haben, dass wo ein Tier, wenn es ein Tier, um einen Tiermist geht, wo ein Tier frisst, da düngt es auch am besten. Also Vögel, die fressen gerne die Samen und sie fressen Insekten, picken an der Peripherie. Und wenn man Vogelmiste gut kompostiert oder noch besser verjaucht, dann kriegt man eine gute Tracht von Samenpflanzen. Aha. Also zum Beispiel. Die Pflanze, von der das Tier frisst, kann man am besten mit dem Dung des Tieres dann wieder düngen. So ist es. Und die Schweine, die sehr gerne in der Erde wühlen, ihr Kompost ist sehr kalihaltig. Und Wurzelgemüse, also Kartoffeln zum Beispiel, die mögen Kali. Und biologischen Kali. Und auch Lauch, also Porree mag das. Und ein gut kompostierter Schweinemist ist also eine gute Düngung für Wurzelgemüse. Und sonst, die Kuh ist so für alles gut, die ist ja eine Meisterin der Verdauung überhaupt. Und Kompostierung ist eigentlich nichts als Verdauung und die Kuh vorverdaut. Ja. Ja. Wann bringen Sie Ihren Kompost auf die Beete? Also ich bring den im Frühling auf die Beete, aber nicht auf die Beete, sondern arbeite sie leicht hinein, damit sie nicht austrocknen. Und in einem Esslöffel Kompost oder in einem Teelöffel schon, da sind so viele Kleinlebewesen, die alle Lebensfunktionen haben, wie es Menschen auf der Erde gibt und je gab. Also es ist voll lebendig und man bringt diese Lebendigkeit, gibt diese Lebendigkeit den Pflanzen und dem Boden. Ja, und dann kann alles blühen und gedeihen. Und dann gedeiht alles wunderbar und dann hat man weniger Probleme mit irgendwelchen Pilzen oder Mehltau, weil der Kompost hält zum Beispiel 800 bis 900% mehr Wasser fest als wie ein normaler Sandboden. Also ein guter Kompost ist schon mal ein guter Vorbeuger gegen Schädlinge, weil darum geht es jetzt. Wenn der Garten blüht und gedeiht, quält das ja leider nicht nur uns, sondern das lockt auch ungeliebte Mitesser an, ob das Schnecken sind, Wühlmäuse, Blattläuse oder Mehltau, den sie gerade erwähnt haben. Was macht man dann? Denn Chemie kommt für Selbstversorger, die von ihrem Garten leben, natürlich nicht in Frage. Hier sind ein paar Vorschläge. Das Reich der Gemüsepflanzen, kultiviert über Jahrtausende. Seit der Jungsteinzeit bauen Menschen in Mitteleuropa diese Nutzpflanzen an, seit 7500 Jahren. Eine wichtige und vor allem gesunde Nahrungsgrundlage. Sie zu schützen ist oberstes Gebot, denn das zarte Gemüse hat viele Feinde. Überfallkommandos gefräßiger Raupen mit scharfen Beißwerkzeugen machen sich über die Blätter her. Schnecken malträtieren mit ihrer groben Raspelzunge den jungen Salat. Und Truppen von Blattläusen halten ganze Sträucher besetzt. Der Mensch hat nur eine Chance, sein Gemüse zu verteidigen: Gegenangriff. Eine Methode: Insektizide. Doch es gibt auch eine Alternative ohne Chemie: aromatische Gartenkräuter, eine Waffe der Natur. Bestimmte Kräuter zwischen das Gemüse gepflanzt und die Schädlinge ergreifen die Flucht. Liegt das an den Duftstoffen? Viele Gärtner schwören darauf, aber funktioniert dieses Prinzip der natürlichen Schädlingsbekämpfung nur bei Kräutern? Am Max-Planck-Institut für chemische Ökologie in Jena hat Wilhelm Boland verschiedene Gartengewächse untersucht. Sein Fazit: Die scheinbar so verletzlichen Pflänzchen sind wehrhafter, als man denkt. Die Forscher haben Erstaunliches entdeckt.
Pflanzen nutzen Duftstoffe nicht nur, um Schädlinge zu vertreiben, sondern auch, um deren Fressfeinde anzulocken. Ja, die Pflanze hat ein, ich würde fast sagen, intelligentes Abwehrsystem, bei dem nur ganz wenige Duftmoleküle ausgesendet werden, was sehr ökonomisch für den Stoffwechsel ist. Und das bewirkt dann eben, dass Parasiten kommen und der Pflanze zu Hilfe eilen. Ausgelöst wird der Duftnotruf durch den Speichel der Schädlinge. Und noch eine Abwehrstrategie. Befallen Blattläuse bestimmte Pflanzen, produzieren winzige Drüsen am Blattstiel einen speziellen Nektar. Dieser wiederum ruft Ameisen auf den Plan. Verbündete Truppen, die die Blattläuse vertreiben und dafür mit dem Nektar belohnt werden. Das Prinzip der intelligenten Kriegsführung ist bisher bei rund 3000 verschiedenen Pflanzen bekannt. Wilhelm Boland interessiert nun, wie etwa diese Bohnengewächse genau reagieren, wenn sie von Fressschädlingen wie Raupen befallen werden. Die Forscher imitieren dabei den Heißhunger der Raupe. Und zwar damit ein sogenannter Fraßroboter, eine mechanische Raupe, die extra für dieses Experiment entwickelt wurde. Während der Roboter winzige Löcher in das Blatt bohrt, misst ein Sensor, eine Art elektronische Nase, die Duftentwicklung in den Blättern. Am Computerbildschirm verfolgen die Forscher zeitgleich die Entstehung der Signalstoffe. Und siehe da, der Trick mit dem Fraßroboter funktioniert. Nun, wir beobachten dieselbe Duftemission, wie ein fressendes Insekt sie induzieren kann. Also sind die Substanzen, die beteiligt sind, diese ganze Duftschiene auszulösen, im Grunde genommen erzeugbar durch reinen mechanischen Schaden. Mit Hilfe dieser Aromawolke warnt die Bohne sogar ihre Nachbarpflanzen. Dem Menschen bleiben die meisten Düfte allerdings verborgen. Um auf Nummer sicher zu gehen, kann er diese pflanzeneigene Duftstrategie besonders effektiv einsetzen. Viele Gewächse lassen sich als gemischtes Doppel anpflanzen. Minze kombiniert mit Rotkohl zum Beispiel. Der Duft der Minze vertreibt den Kohlweißling. Ein Schutzwall aus Salbei, vor den Rhabarber gepflanzt, hält die Schnecken fern. Und gegen Milben und Mäuse kann man dem Salat mit Knoblauch beistehen. Ein Dreamteam der biologischen Selbstverteidigung. Wir kennen Pflanzen eigentlich als passive Teilnehmer oder oft einfach als dekorative Teilnehmer in der Umwelt. Und wenn wir heute dieses Bild revidieren können, dass sie eigentlich aktive Teilnehmer sind, sozusagen diese geheime Sprache der Pflanzen, die sich eben im Duft manifestiert, das zu verstehen, und meinetwegen sogar Pflanzen in ihren Alltagsgesprächen zu belauschen, das wäre natürlich ein Fernziel. Ob sie etwa diesem hilfsbereiten Marienkäfer, der gerade eine Blattlaus verzehrt, Anerkennung zollen? Sicher ist, gegen fast jeden Schädling ist ein duftendes Kraut gewachsen. Wer um diese Wirkung weiß, braucht keine Chemie. Gemüsepflanzen, sie sichern unsere Nahrungsgrundlage und sind in der Lage, ihr Reich sehr effizient zu verteidigen. Sie haben gerade gesagt, Sie sehen die Schädlinge gar nicht als Schädlinge, sondern Sie sehen oft auch die Symbiose, die da entsteht, ne? Ja, die Tiere und Pflanzen gehören zusammen. Mm. Und Schädlinge sind ein Problem, wenn sie dann in Massen auftauchen. Ja, ja. Sogenannte Schädlinge erlösen unglückliche Pflanzen aus einem unglücklichen Dasein. Die Pflanzen selber geben oft Pheromone ab oder sie werden mit Pilzen, wir sehen das nicht, bezogen, was die Schnecken anlockt. Ja. Aber eine gesunde Pflanze, die einen gesunden Nachschub hat von Kompost, hat ein starkes Abwehrsystem. Ja. Und also man kann die Pflanze gesund halten, aber wenn zum Beispiel so eine Schnecke im Übermaß auftritt, ja, die spanische Wildschnecke zum Beispiel, mit der hatten Sie auch zu kämpfen damals. Ja, ja. Ne, am Anfang. Ich wollte noch sagen, dass die Insekten sind wie ein nach außen gelagertes Drüsensystem. Ihre Ausscheidungen kommen, wenn es nicht zu viele sind, den Pflanzen zugute. Mhm. Bei der spanischen Wildschnecke ist das so, das ist ein Resultat der globalisierten Wirtschaft. Die gehört eigentlich gar nicht hierher. Die gab es in Spanien und dort wurde sie von Trockenheit und Hitze in Zaum gehalten.
in den 60er Jahren mit Gemüsetransporten kam sie nördlich der Pyrenäen und fand da ein Paradies vor. Ein Keine Feinde und schön feucht. Genau, schön feucht. Und dann ist sie in den 70er Jahren, war ich in Genf, in dem Garten, als sie da kam und alles wegfraß. Was machen Sie gegen die spanische Wegschnecke? Ja, erstmal habe ich mit ihr meditiert, damit ich, und es ist eigentlich ein wunderschönes Tier. Aber halt wenn, zu vielen, dann... Ja, wenn man da ein ganzes Salat und Kohlbeet und das ist, hat's gesetzt und es ist weggefressen. Man wollte es eigentlich selber essen. Genau, so. Das Beste ist, die sammeln und zwar während des Tages. Man legt Bretter, wo sie sich in den Wegen und wo sie sich verkriechen und dann holt man sie und trägt sie weg zum Nachbarn, wenn man den nicht mag. Oh, aber nicht töten und nicht, es gibt ja Leute, die verjauchen die und tun sie auf den Kompost. Das zieht die an, weil die sind, alles was verrottet und verwest, zieht die Schnecke an. Da kommen noch mehr. Da kommen noch mehr. Also die muss man freundlich entfernen. Ja. Sie hatten vorher auch Brühen und Jauchen erwähnt. Das ist auch eine ganz wertvolle Sache, um für den Garten was zu tun und andere unliebsame Mitesser fernzuhalten. Mehr über richtige Brühen und Jauchen und viele weiteren Tipps finden sich ja in Ihrem Buch Der Selbstversorger, das da neben Ihnen liegt. Das ist also auf jeden Fall ein Tipp von uns. Und auch bei uns im Internet finden Sie Hilfe gegen Schädlinge. Zum Beispiel, ich traue mich gar nicht mehr Schädlinge sagen, zum Beispiel, was Sie tun können gegen Schnecken. Da hilft es nämlich zum Beispiel morgens zu gießen. Und warum das so ist, das erfahren Sie auf planet-wissen.de. Klicken Sie einfach mal rein. Wir haben Sie auch auf Facebook gefragt, welche Probleme Sie mit Ihrem Gemüsegarten haben und was wir da vielleicht heute für Sie tun können, beziehungsweise Herr Stoll, der bei uns im Studio ist und ich glaube, jede Frage beantworten kann. Kirsten hat uns ein Bild geschickt. Meine Stauden sind voller Läuse. Was kann ich dagegen tun, ohne Chemie einzusetzen? Schauen Sie mal, so sieht das aus. Ja, das sind entweder Lupinen oder es sind Fava-Bohnen. Und die ziehen sehr gerne Läuse an. Mhm. Was würde man da machen, wenn die da ein Problem werden? Ja, da müsste man doch ein bisschen zugreifen. Und man kann eine Brühe aus Rheinfarn, das ist ein bekanntes Unkraut. Oder Rheinfarn? Rheinfarn oder aus Wermut machen oder Pyretrum oder Mutterkraut. Also es gibt insektizide Pflanzen. Oder aus Knoblauch einen Tee und dann sind sie weg. Mhm. Aber ich würde nicht überall rumsprühen und sprühen, weil es tötet ja auch andere. Es tötet die Marienkäferlarven, die Marienkäfer, die Florfliegen, die Schwebefliegen. Also nur gezielt. Also ich lasse meine Finger davon. Okay. Steffi Packmoor schreibt, rote Ameisennester, Ausrufezeichen, überall noch ein Ausrufezeichen. Ja, naja, die habe ich auch, aber ich ärgere mich nicht darüber. Es ist höchstens ein Problem, wenn Ameisen die Läuse, die Blattläuse auf die Gemüse tragen. Mhm. Das sind ja für die Ameisen sind die Läuse Kühe, weil die Zuckersaft absondern. Ja. Und es ist nicht so, dass Ameisen die Läuse vertreiben, sondern die bringen die dahin. Das sind ihre Kühe, das ist ihre Alp. Also ich höre raus, Sie raten, Frau Packmoor, lieben Sie die Ameisen und alles ist gut? Wenn eine Lösung. Ja, also ich würde sie ignorieren. Ich meine, wenn das ein Problem ist. Also Sie haben noch ein schönes Zitat, was Sie uns vorlesen wollen. Ja, da habe ich ein schönes Zitat. Passend von Goethe. Zum Thema, gell? Von dem Gartenliebhaber, Naturfreund Goethe. Sprich, wie werde ich die Sperlinge los, so sagte der Gärtner, und die Raupen dazu, ferner das Käfergeschlecht, Maulwurf, Erdfloh, Wespe, die Würmer, das Teufelsgeschlecht. Lass sie nur alle, so frisst einer den anderen auf. Da steckt ein gutes ökologisches Verständnis drin. Mhm. Also wir sollten nicht so viel eingreifen, denn die Natur hat ein natürliches Abwehr- und homöostatisches System. Also ein bisschen mehr Gelassenheit, wenn man wirklich mit seinem Garten, auch mit seinem Garten leben will und nicht nur von. Sie haben ja im Frühling angefangen, in einem
in einer Brennnesselwildnis. Sie haben sich durchgekämpft, angepflanzt. Im Herbst kommt ja dann die Ernte, die Belohnung für die viele Arbeit. Bei Ihnen klappt es ja tatsächlich, dass Sie sich mittlerweile von Ihrem Garten selbst versorgen. Wie hat das geklappt? Was war der Herbst? Hat der erste Herbst schon den Erfolg gebracht, den Sie erwünscht hatten? Naja, das es dauert, ehe ein Garten Ökotop wird. Am Anfang, wenn man umgräbt, da kommen oft Drahtwürmer und ehe das wie ein kleiner Biotop wird. Es gibt sowas wie Gartenbiotop. Das dauert vielleicht 3, 4, 5 Jahre, ehe sich der Humus aufbaut. Der Humus, die Fruchtbarkeit, soll jedes Jahr besser werden, anstatt abzubauen. Und also gleich am Anfang. Wie war Ihre erste Ernte? Erinnern Sie sich noch? Eigentlich nicht, aber wir haben überlebt. Und jetzt, und es ist auch jedes Jahr unterschiedlich. Mhm. Mal kommt diese Pflanze oder das Gemüse, mal das. Und da hat man Überschuss oder zu wenig von einem. Wenn man Überschuss hat, dann gebe ich es den Waldarbeiter, Hirten oder unten den Bauern im Tal. Mhm. Und die bringen dann, vielleicht kriegt man einen Käse oder... Tauschen sie. Tauscht man oder die Waldarbeiter kriegt man Holz und so geht das dann. Es gibt ja auch Gemüse, das den ganzen Winter über auf den Beeten bleiben kann. Welches zum Beispiel? Ja, Rosenkohl zum Beispiel oder der Federkohl, der Markfrost, auch der Porree, den wir im Süden Lauch nennen, der kann da bleiben. Topinambur kann, wenn der Schnee nicht tief ist, kann unten in der Erde bleiben. Möhren können in der Erde bleiben, es sei denn, man hat zu viele aktive Wühlmäuse. Das macht es dann schwierig. Was macht man denn gegen die Wühlmäuse? Oh, Beeten und Katzen und... Also Beeten und Katzen ist schon mal eine gute Ergänzung, weil Katzen haben ja eine andere Methode dann. Ja, alles probiert und was sehr gut ist, ist Attich. Das ist so ein Zwergholunder, den aufkochen und in die Gänge tun. Gut, also das ist nochmal ein ganz konkreter Tipp von Ihnen. Gegen die Wühlmäuse, aber Beeten hilft auch, das finde ich auch gut. Frühling, Sommer, Herbst und Winter, alles zum Gartenjahr gebündelt. Finden Sie auch noch mal bei uns im Internet. Wir haben für Sie noch mal alle Jahreszeiten zusammengefasst mit wichtigen Tipps zum Anbau, zur Pflege und zur Ernte. Zum Beispiel finden Sie auch ganz unten auf dieser Seite einen digitalen Gartenplaner, der Sie auf Ihrem Weg zur Selbstversorgung tatkräftig unterstützt. Wenn Sie unserem Studiogast Wolf-Dieter Stoll nacheifern wollen, man kann tatsächlich von seinem Garten leben, sich damit selbst versorgen. Natürlich gibt es auch viele informative Videos und wie immer sowieso viel, viel Hintergrundwissen. Das alles unter planet-wissen.de. Ihr Garten, Herr Stoll, ist ja für Sie nicht nur Ihr persönlicher Supermarkt, sondern auch so eine Art Apotheke. Sie haben ja auf Ihren Reisen durch die ganze Welt viel Wissen erworben über die Heilwirkung auch der Pflanzen, nicht nur untereinander, sondern auch auf uns Menschen. Und dieses Wissen gibt Wolf-Dieter Stoll bei Kräuterwanderungen weiter. Da denken Sie jetzt bestimmt an grüne Wiesen, über die er dann wandelt mit seiner Kundschaft. Aber das machen Sie auch in der Großstadt. Gucken Sie mal. Immer vorneweg Wolf-Dieter Stoll, die 30 Teilnehmer hinterher. Auf geht's zum Heilkräuterseminar in der Münchner Großstadt. Kaum hat die Gruppe die Straße überquert, hat Stoll schon etwas entdeckt. Winzig, für Stadtbewohner kaum einen Blick wert. Ein typisches Mauerblümchen eben, nicht so für Stoll. Ach, was riecht sie? Also es muss ein sensuelles, wie ein Liebeserlebnis werden. So, oh, Ananasgeruch. Wer will einen Ananasgeruch riechen? Nicht. Schmeckt super zu Joghurt oder Salat. Eine typische Heilpflanze ist das Ananaskraut aber nicht. Doch keine Sorge, auch davon gibt es mitten in München mehr als genug. Das ist der Gundermann, wurde auch für eitrige Verwundungen genommen. War ein allheilendes Kraut. Im Grunde genommen ist das auch ein tiefes Bedürfnis der modernen Menschen, die in Städten und Büros oder wo immer sind, wieder Verbindung zu haben mit ihren natürlichen Wurzeln. Wir waren immer Wesen, die durch die Natur streiften. Überall ist ein Kraut gewachsen. Stoll öffnet Augen, Nase, Sinne. Selbst Unkraut wie Löwenzahn wird so zu einem kleinen Großstadtwunder. Schmecken nicht schlecht. Wenn sie ein bisschen zu bitter sind, kann man noch ein Ei dazu tun und Salat machen. Und das regt die ganzen Drüsen an. Da fliegen sie.
und immer wieder Nachhilfe in Kulturgeschichte. Der stumpfblättrige Ampfer. Oder eine Puppe. Den nennt man im süddeutschen Sprachraum seit jeher Butterblätsche. Und warum das? Weil die Blätter kühlend sind und manchmal sind sie sehr groß. Und da hat man die Butter, wenn man gebuttert hat, da haben wir Butterkugeln gemacht und hat die eingewickelt in diese Blätter. Deswegen Butterblätsche. Die Teilnehmer werden immer neugieriger und machen sich auf die Suche nach nützlichen Kräutern. Nee, das ist keine Akazie, das ist ein Lattich. 8 Stunden geht das so, hin und her, von Kraut zu Busch, zu Baum, zu Blume. Im Zickzack durch die Millionenstadt. Leicht bitter, aber ist okay. Mitten auf der Wiese ein weiteres Heilkraut, der Spitzwegerich. Der hilft nicht nur gegen Husten. Viele nehmen das auch zur Wundheilung. So ein bisschen antibiotisch, wundheilend. Die meisten Kräuter sind übrigens sehr pflegeleicht und fühlen sich auch in Stadtwohnungen und Schrebergärten wohl. Und so rät Stoll seinen Kursteilnehmern immer wieder dazu, das gelernte Kräuterwissen auch praktisch zu nutzen, für zu Hause. Ich könnte bestimmte Blüten sammeln und Tee draus machen. Ich könnte bestimmte Sachen jetzt noch mal mehr auf dem Balkon anpflanzen. Also da habe ich mir schon ein paar Sachen überlegt. Doch die Teilnehmer danken ihm nicht nur seine Tipps für den Balkon oder Schrebergarten zu Hause. Er hat ein unglaubliches Wissen eben so über die ganzen mythologischen Hintergründe. Die Geschichten, Anekdoten, Märchen, die er dazu erzählen hat, das wird einfach alles dadurch wahnsinnig lebendig. Ein erfolgreiches Seminar, wenn die Leute glücklich sind und die erzählen mir dann, oh ja, so habe ich es noch nie gesehen oder für mich waren das nur Unkräuter und jetzt auf einmal sehe ich, was da ist. Das Heilkräuterseminar in der Großstadt ist ein voller Erfolg. Wolf-Dieter Stoll hat seinen Teilnehmern die Augen geöffnet für das vermeintlich so unscheinbare und doch so nützliche. Herr Stoll, mit Ihrem Heilkräuterwissen könnten wir locker noch mal eine Planetwissen-Sendung füllen. Vielleicht konzentrieren wir uns auf Kopfschmerzen, habe ich auch gerne, haben viele Leute oft. Was hilft? Welches Kraut? Für Migräne hilft das Mutterkraut. Das sieht aus wie Kamille. Und das entspannt die kleinen Äderchen im Hirn. Das ist also bei 80% der Migräne ein Blättchen essen. Wunderbar. Ansonsten ein Tee aus Medesüß. Medesüß ist ein natürliches Aspirin. Kann alles, was Aspirin kann. Blut verdünnen, Schmerz nehmen. Mhm. Also anstatt eine Aspirinpille schlucken, dann ein Medesüß-Tee. Einfach mal Medesüß ausprobieren. Ja. Bei uns im Netz gibt es auch viele Infos zu Heilkräutern. Auch eine schöne Bildergalerie finden Sie dort. Sie sind ja auch begeistert vom Holunder. Den haben Sie jetzt auch ein paar Mal erwähnt. Warum? Was ist an dem? Er war ja immer eine heilige Pflanze. Jeder Hof hat einen Hofholunder. Das heißt, es ist Bauernapotheke. Und schon die Holunderblüten, man hat Küchlein gebacken zur Mittsommerzeit. Lecker. Schmeckt wunderbar, ja, also besonders mit Ahornsirup und Schlagsahne, muss man so nebenbei erwähnen. Und der Tee von den Blüten ist eines der stärksten antiviralen Mittel. Also bei jeder Viruserkrankung, ob das nun Grippe oder Masern oder Windpocken ist, hilft das. Und eine Grippe kriegt man da sehr schnell weg. Es reinigt, es entschlackt. Mhm. Ja, und dann die Beeren, die machen ja eine wunderbare Suppe, dass man die Beeren im Herbst aufkocht und schön würzt. Wunderbar. Und, ja. Also alles kann man verwenden vom Holunder. Alles. Ich danke Ihnen für den Besuch, Herr Stoll. Wir sind leider am Ende. Mhm. Ich habe Lust bekommen, ein bisschen zu gärtnern. Ich hoffe, Sie zu Hause aus. Danke fürs Zuschauen und bis bald bei Planet Wissen. Tschüss. No, danke. Herzlichen Dank. Ja. War mir ein Vergnügen.